Am 24. September 2015 fand an der KGS Waldschule Schwanewede zum 5. Mal der Run for Help statt. Eine Spendeneinnahmequelle während des Run for Help sind die Stände, welche die Schüler bereits mittags aufbauten. An diesen konnte man sich leckere Snacks, Getränke und weitere Dinge kaufen. Wie wichtig die Pavillons an diesem Tag noch sein sollten, stellte sich im Laufe des Abends heraus. Liebe Kinder, liebe Lehrerinnen und Lehrer, das 5. Mal Run for Help, das 1. Mal für mich. Ich bin wahnsinnig begeistert, was hier auf die Beine gestellt worden ist in dieser Schule und alles zu einem guten Zweck. Und das ist wahrscheinlich eine Veranstaltung oder die einzige Veranstaltung, wo man zweimal erleichtert wird. Das eine Mal hoffe ich doch heute im Portemonnaie. Und das zweite Mal garantiert, wenn man ein paar Runden läuft. Und das könnte uns auch gut tun. Und deswegen möchte ich heute mich ganz herzlich bei allen bedanken, die sich an der Organisation beteiligt haben. Herr Schlinken ist da als Bürgermeister. Auch die Gemeinde war ein wichtiger Partner bei der Organisation dieser Veranstaltung. Und wir hoffen, dass wir heute möglichst viele Spenden zusammenbekommen. Und ich hoffe, dass wir unser Ziel heute erreichen werden. Ein Ziel werden wir hundertprozentig erreichen. Wir werden Schulen für Afghanistan, Afghanistan-Schulen unterstützen. Wir werden karitative Projekte unterstützen. Und ich hoffe, dass wir heute ein möglichst gutes Ergebnis erzielen.
dann sage ich erstmal herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ganz vielen Dank an unseren Bürgermeister Harald Stinken und an Herrn Tappert. Und da ist sie jetzt, Frau Nölle, neben Herrn Tappert. Frau Nölle hat, das wurde ja eben schon gesagt, den Verein Afghanistan Schulen gegründet. Und ich darf das sagen, Frau Nölle ist 90 Jahre alt, das stimmt. Und fährt, ja. Sie fährt immer noch nach Afghanistan, habe ich gehört. Toll. Sie war dieses Jahr da, sagt sie gerade. Und sie hat über 60 Schulen in Afghanistan schon gegründet. Und ich glaube, ein besonderer Schwerpunkt ist auch gerade die Bildung für Mädchen in Afghanistan. Und wir hoffen eben, dass wir heute so viel Geld zusammenbekommen, dass wir eine weitere Schule in Afghanistan auf die Beine stellen können, mit ihrem Verein zusammen natürlich und unserem Geld. So, unsere ersten Läufer stehen schon am Start und warten ungeduldig. Ihr könnt noch ein bisschen hopsen, denn ich muss noch einen Dank loswerden. Und zwar möchte ich mal das Olga-Team auf die Bühne bitten. Und das sind Michelle van Mallegoy, Maren Pelikan, Sabrina Kunz, Tanja Schmidt, Katja Niklas, Ina Wolf, Gesche Brautmann, Juliane Kopf, das ist unsere Referendarin, Gerd Rohrsen, unseren Hausmeister, und Andreas Voss, der die Leitung des Orga-Teams übernommen hat. Und wenn Sie denn da sind, dürfen auch gerne Andreas Schröder, unser Schulassistent, und Lydia Scherenberger auf die Bühne kommen. Vielleicht sind Sie aber noch mit der Technik an der anderen Bühne beschäftigt. Ziel der Veranstaltung ist es, dass durch sportliche Aktivitäten Spendengelder eingenommen werden. Jeder, der möchte, kann sich bei dieser Veranstaltung sportlich betätigen und sein gesammeltes Geld spenden. Man hat die Möglichkeit, durch Laufen, Schwimmen, Tanzen, Radfahren oder Inlinerfahren Spenden zu sammeln. Dabei bekommt man von seinem Sponsor oder seinen Sponsoren einen festen Betrag für jede absolvierte Einheit. Beim Laufen zum Beispiel entspricht eine Einheit einer Runde. Nach der Veranstaltung lässt man sich das Geld von seinen Sponsoren auszahlen und gibt es bei seiner Klassenlehrkraft ab. Nebenbei gab es auch ein kleines Unterhaltungsprogramm für die Zuschauer. Herr Weißblatt demonstrierte zusammen mit Kollegen des Kampfsportvereins, wie schnell man jemanden mittels der richtigen Technik überwältigen kann.
Wie auch bei vergangenen Schulveranstaltungen ist das Lehrerversenken eine altbekannte Aktion, bei der sich mutige Lehrkräfte den gezielten Würfen der Zuschauer oder auch manchmal Kollegen stellten. So kommt es vor, dass auch mal der Zweigleiter, Herr Brunzel, dank seinem Kollegen Herrn Schölles ein Bad im kalten Wasser nehmen darf. Auch Fehler in der Technik wurden durch konsequente Maßnahmen behoben, sodass selbst an 2 Metern Herrn Voss kein trockenes Haar mehr zu finden war. Im nicht weit entfernten Bundeswehrgelände konnten die Schülerinnen und Schüler auch Radfahren und Inliner laufen. Die 1 Kilometer lange Strecke war gleichwertig mit einer Einheit. Während der Veranstaltung sorgte die DLRG, das DRK und der Schulsanitätsdienst Lockstedt ehrenamtlich für die Sicherheit der Sportler und der Zuschauer. Für eine weitere sportliche Betätigung sorgten Diana Gips vom TV Schwannewede und Frau Sablitsch, unter deren Anleitung das Tanzen in der Waldsporthalle stattfand. Oh,
just wanna show you the true light. Light me up and make me feel alright. Cause baby, we are always shining bright. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only in den 90er Jahren, also in unserer Jugend, ne? Haben sie mehr als 20 Millionen Platten verkauft. Sie waren zweimal Echo-Gewinner und wir haben sie heute hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ich finde das super tapfer, dass ihr hier den ganzen Tag lauft, schwimmt, tanzt, alles Mögliche macht und das für andere. Großes Kompliment. Jetzt können wir ein bisschen feiern. Is it a Unglücklicherweise spielte trotz guter Planung das Wetter zu späterer Stunde nicht mit, was aber die Zuschauer und Sportler keineswegs störte. Auch das Lehrerlaufen war ein Highlight beim Run for Help.
Viele Lehrer sowie ehemalige Schüler trugen zum Spendenerlös bei. Um das Laufen noch attraktiver zu gestalten und die Zuschauer zu unterhalten, verkleideten sich einige Lehrer. So traf man doch tatsächlich auf Cindy aus Marzahn oder die Queen. Eine besonders beeindruckende Einzelleistung erbrachte Christian Meyer, welcher 125 Runden, also 50 Kilometer lief und dabei von 70 Sponsoren unterstützt wurde. Ja, die Leute bringen uns die Bücher. Die sind froh, wenn sie ihre Bücher bei uns abgeben können. Dass sie wissen, wohin die Bücher können. Und wir bekommen viel mehr Bücher, als wir verkaufen können. Und wir können die nur deswegen annehmen, weil wir auch die Altpapiersammlung haben. Und durch die Altpapiersammlung ist auch der Bücherbasar entstanden, weil da immer Bücher anfielen. Und eines Tages haben wir vom DRK einen Anruf bekommen, ob wir ein paar Bücher nehmen. Und dann kam ein ganzer LKW. Und dadurch ist der Bücherbasar entstanden. Weil wir plötzlich so viele Bücher hatten, dass der Keller rappelvoll war. Und dann war es soweit. Gut. Also von 1990 bis 2001 haben wir eine Schule in Afrika gebaut, in Gambia. Und ich war selbst dort. Das ist, dass die Kinder in Afrika zur Schule gehen. Und dann sind wir hierher gekommen und waren Feuer und Flamme und haben zuerst Basare versucht anzuregen. Dann gab es Schulbasare hier. Und wir hatten immer die Idee, wir wollen mal einen großen Run for Help machen. Und nach 5 Jahren, 1995, war es dann soweit. Da war der erste Run for Help und das Geld haben wir dann für Gambia gespendet. Und 1995, dann kam 2000, da war Rüdiger Lehberg hier, das Geld ging auch nochmal nach Afrika. Und danach haben wir dann mit Afghanistan-Schulen angefangen. Weil das so schön ist, machen wir immer weiter. Den Abschluss des Laufens machte die Oberstufe. Auch hier packte der Ehrgeiz die Schüler, sodass es trotz starken Regens eine große Beteiligung gab. Auch Benjamin Schulze, der Inhaber einer örtlichen Tanzschule, animierte die Besucher des Run for Helps zum Tanzen auf dem Sportplatz.
Für musikalische Unterstützung sorgten Schüler aus den jeweiligen Jahrgängen, die in einer vorher stattfindenden AG einige Grundlagen lernten. Run for Help war nun der Höhepunkt, auch für mich persönlich in meiner schulischen Laufbahn. Was ich dort gesehen habe, eure Einsatzbereitschaft, das war wunderbar. Die Begeisterung, die ihr rübergebracht habt, und für den guten Zweck wurde auch viel gesammelt. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele gerannt sind und wie viel gerannt worden ist zwischen, also hier 50 Runden und 80 Runden, also ich gebe ehrlich zu, würde ich diese Anzahl laufen, wäre ich heute nicht hier, aber die Schülerinnen und Schüler sind das gelaufen. Die beste sportliche Einzelleistung mit 80 Runden bekommt Fabian Rutz aus der 7G1. Du bekommst nämlich dieses Werder-Trikot. Herzlichen Glückwunsch. Sage und schreibe 1022 Euro und 10 Cent erlaufen. Und das ist die Klasse von Frau Brautmann und Frau Weinland, die 6B4. Herzlichen Glückwunsch! Denn die Klasse von Frau Brautmann hat insgesamt 1159 Euro und 26 Cent gespendet. Fantastische Leistung! Ja, Thorsten, dich hatte ich ja schon geehrt und ausgezeichnet. Warst du schon im Golfspiel? Ah, noch nicht, aber das kommt bestimmt. Thorsten ist nämlich einige Runden, wie viele Runden bist du gelaufen? Der ist 17 Runden in einem Peniskostüm gelaufen. Wahnsinn! Platz 1 haben wir als Cindy aus Marzahn, das war ein vor allem in diesem Kostüm dann noch zu laufen mit der schicken Perücke, das ist natürlich auch eine super Leistung. Das Endergebnis mit Regen. Wahnsinnige 30.050,95 €. Run, 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 run for help. Run, 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 run for help. Run, 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 run for help. Run, 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 run for help. Let's go again. Run for help. Beim Laufen, Stimmen, Skaten, Tanzen, Fahrer, komm bis du zum großen Wald.